Lieber Gott, Herr Vater im Himmel, wir kommen im Gebet zu dir und sagen dir zuerst einmal Dank, dass wir uns heute wieder hier in deinem Hause einfinden dürfen, dass wir dein Wort gemeinsam studieren dürfen, dass wir jetzt der Predigt zuhören dürfen, die unser Prediger für uns vorbereitet hat. Lieber Gott, ich bitte dich um deinen Schutz und um deine Führung, nicht nur für die Personen, die hier sind, sondern auch für die anderen Gemeindeglieder, die heute zu Hause sind, die die Predigt und die Lektion online mitbekommen haben oder mitgemacht haben. Lieber Gott, du siehst im Moment die Probleme, die vorherrschen, wie schnell sich Situationen ändern können, wie schnell Situationen aber auch zu Ängsten führen können. Und so dürfen wir auch hier jeden Tag dankbar sein, dass du uns annimmst, so wie Stefan es heute Morgen auch schon gesagt hat in der Lektion, dass du die Urlösung hast für all unsere Probleme. Herr, du hältst alles in den Händen, egal wie es für uns scheint, dass die Welt aus den Fugen gerät. Aber Herr, wir können freudig jeden Tag entgegenblicken und dürfen unsere Sorgen auf dich werfen. Herr, wir erkennen, was für ein riesen Missionsfeld wir im Moment vor uns liegen haben. Die Leute sind aufmerksam geworden, weil auch sie sehen, dass alles nicht mehr so normal ist, wie es vorher vielleicht war. So schenke du uns bitte, lieber Gott, die richtigen Worte für diese Menschen. Ich bitte dich aber nicht nur für uns hier und nicht nur für den Prediger, sondern bitte dich auch ganz besonders für die Menschen, die im Moment Entscheidungen treffen müssen, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen. Hier in der Stadt, aber auch in unserer Regierung, erreiche du sie trotzdem, Herr. Ich denke, das ist auch für sie nicht einfach. Schenke du ihnen bitte auch klare Gedanken und, wie gesagt, lass sie richtige Entscheidungen treffen. Wir bitten dich noch einmal für den Prediger, schenke du auch ihm deine Worte, dass er uns Worte des Segens aussprechen kann. Sei du bei den Gemeindegliedern, die heute nicht hier sein können. Das alles haben wir gebetet in Christi Namen. Amen. Amen. War jemand von euch beim Zahnarzt in der letzten Zeit?
Und was haben die Bösen mit euch gemacht? Also, ich habe dieses Bild genommen, weil ich auch vor einiger Zeit jetzt also beim Zahnarzt war. Und das war nicht so lustig. Und diese Predigt wird ein bisschen also so wie diese Spritze, also die ihr dann bekommt am Anfang der Behandlung. Ich habe das Gefühl, das ist das Schlimmste, was also passiert, weil danach, was mir wehtut, ist eigentlich diese Eintrittswunde. Ja, das ist das, was mir wehtut. Alles danach ist irgendwie leichter, aber man verspürt es nicht. Diese Predigt wird sich so ein bisschen einfühlen wie diese Spritze. Aber bitte konzentriert euch nicht darauf, sondern darauf, was danach kommt. Stell dir vor, du würdest in Jerusalem leben im ersten Jahrhundert nach Christus. Sagen wir ungefähr in der Zeit, als Jesus selbst dort gelebt hat. Du hättest auch eine Wohnung in Jerusalem, ein Apartment, würdest also deine Arbeit machen, die du sonst machst, und würdest einfach ein normaler Bürger, ein so Durchschnittsmensch, wie wir meisten auch hier in Deutschland sind, aber im Kontext der damaligen Zeit. Und für die damalige Zeit war es ganz normal, vielleicht so ein bisschen Abwechslung zum Alltag, dass man ein Gerücht gehört hat, morgen Mittag oder morgen gibt es eine Kreuzigung. Und zur Abwechslung gehst du auf die Straße als so normaler Mensch und schaust, hast gehört, dass irgendein Mensch also dann zum Tode verurteilt wurde. Die schlimmste Strafe, die Römer gehabt haben. Und dann sammeln sich Menschen ungefähr in einer Zeit, also da die üblich also war, und wollen jetzt einfach aus Neugier schauen, wie sieht dieser unglückliche Mensch dann aus. Und tatsächlich morgen, sagen wir gegen Mittag, gehst du auf die Straße, da sind auch deine Nachbarn und Kinder, alle neugierig. Da geschieht etwas anderes, zwar nicht so Schönes, aber interessant ist, dass es auch sehr viele Menschen bei solchen Ereignissen gibt. Und dann siehst du aus der Entfernung, hörst du Lärm, kommt ein Mensch, halbnackt, man sieht Schmerzen also dann an seinem Gesicht. Wurde auch vorher geschlagen, man sieht das klar an den Wunden, an seinem Rücken. Und der trägt oder versucht wenigstens zu tragen diesen Querbalken von seinem Kreuz, auf dem er jetzt vielleicht in einigen Minuten gekreuzigt wird. Und er hat vielleicht keine Kraft und ist am hin und her und fällt, aber die Soldaten sind da und zwingen ihn dann mit Schlägen, dass er wieder aufsteht und sein Kreuz bzw. diesen Balken trägt dann zum Ort, wo er hingerichtet wird. Und natürlich, alle Menschen, je nachdem, was sie von diesem Menschen gehört haben und wenn sie erfahren haben oder dachten, dass er böse war, haben sie ihn bespuckt vielleicht oder geschrien oder ihn verspottet. Und so kam dieser Mensch, bewegte sich, einige Minuten konntest du den beobachten, aber die Menge der Menschen war groß, du konntest nicht weitergehen, aber eigentlich hast du auch kein großes Interesse also daran. Und siehst einfach, wie dieser Mensch dann mit Soldaten in Richtung Golgatha dann sich bewegt oder zur Richtung, Hinrichtungsstätte. Und dann hörst du Menschen, die neben dir so
stehen. Ein Mensch sagte dann, du hörst deine Stimme. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Das sind die Worte Jesu aus Matthäus Kapitel 16, 24. Wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Lass uns kurz schauen, was diese Worte an sich bedeuten. Was bedeutet es, und da musste ich genau das, die Prinzipien, die Stefan heute Morgen vorgestellt hat und die, mit denen wir beschäftigt sind in diesem Vierteljahr, musste ich genau schauen, was ist die Bedeutung der Worte, die hier benutzt worden sind. Und wenn ihr das erfahren wollt, wenn ihr tatsächlich ernstes Bibelstudium machen möchtet, kauft euch bitte zwei Bücher. Gesamtinvestment 100 Euro. Aber da seid ihr sehr, sehr gut ausgerüstet, die Bibel richtig zu verstehen. Einmal ist das Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel. Das ist sehr wichtig. Kosten ca. 50 Euro. Natürlich kann man Leder und so, ist alles teurer. Und ein gutes Bibellexikon. Und dann kann euch fast kein anderer Mensch irgendwas sagen in Bezug auf die Deutung der Heiligen Schrift. Wenn ihr mehr Infos darüber braucht, kann ich euch die Daten zuschicken. Wenn jemand, Matthäus 16, 24, wenn jemand mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Verleugnen bedeutet, das ist ein Wort hier in griechischer Sprache, aparneomai. Verleugnen, ablehnen, verweigern, sich lossagen, jemanden ablehnen, sich dessen Gemeinschaft entziehen. Jesus verlangt von seinen Nachfolgern, dass sie sich verleugnen. Wie verstehst du das? Verleugne dich. Ich verstehe so. Bedürfnisse, die du hast, Wünsche, die du hast, Träume, die du hast, vergiss sie. Verleugne dich. Ist das ein schöner Gedanke? Ist das ein schöner Gedanke, dass du alles, was dir wichtig ist, verleugnest, dich selbst verleugnest? Und dann sagt er, nehme sein Kreuz. Stauros, Kreuz, von Histemi, stehen, stellen. So ein Balken, Holzbalken, genau, also so gerade und auch mit einem Querbalken. Das sollst du auf dich nehmen und da sollst du Christus nachfolgen. Folgen von Keleuthos heißt Weg und zusammen, mitgehen. Den Weg, den Christus gegangen ist, mitgehen. Was hat Jesus genau gemeint, als er gesagt hat, nehme dein Kreuz und folge mir nach? Und vielleicht können wir damit anfangen, was Jesus nicht gemeint hat. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erklärung schon gehört habt, dass das Kreuz eigentlich im Grunde genommen die Last, die ein Mensch im Leben tragen muss, bedeutet. Ich weiß nicht, was deine Last ist, die du im Leben tragen möchtest. Meistens kommen diese Lasten ja aus Beziehungen, die wir denken, ertragen zu müssen. Vielleicht ist das dein Ehepartner oder sind das deine Eltern oder deine Kinder oder deine Nachbarn. Oder
Menschen also interpretieren und denken vielleicht, dass die Arbeit, die du tun sollst oder die du machst täglich, aber dir gar keine Freude macht, aber es ist eben dein Kreuz, das musst du eben mittragen. Oder noch am ehesten irgendwelches körperliches Problem, Krankheit, mit der du leben musst, weil es keine Lösung dafür gibt. Und dann sagen die Menschen so selbstbedauernd, das ist das Kreuz, das ich tragen muss. Aber hat Jesus das gemeint, als er gesagt hat, dass jeder von uns sich selbst verleugnen soll und sein Kreuz tragen soll? Als Jesus sein Kreuz nach Golgatha hinauftrug, um gekreuzigt zu werden, dachte niemand über das Kreuz als Symbol für eine Last, die getragen wird. Aus diesem Grund habe ich euch am Anfang erzählt und versucht, euch in die Lage eines Zuschauers, der Menschen, denen Jesus das gesagt hat, um das so zu sehen, wie sie es damals gesehen haben. Das war ein Bild, was sie sehr gut kannten. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus gesagt hat, nehme dein Kreuz, und die haben dieses Bild, was ich euch geschildert habe, und sagen, nehme deine tägliche Lasten. Für die Menschen im ersten Jahrhundert bedeutete das Kreuz nur eine Sache: Tod durch die schmerzhafteste und demütigendste Art und Weise, die der Mensch sich ausdenken konnte. Das war in deren Kopf. Das Kreuz war ein Hinrichtungsmittel, ein Pranger und ein Folterwerkzeug gleichzeitig. Es ist nicht umsonst, das ist kein Zufall, das Kreuz, das Menschen, Schwerverbrecher, auf einem Kreuz, also dann gekreuzigt wurden und getötet wurden. Weil alle diese Komponenten ist, natürlich, die wollten, dass dieser Mensch stirbt, aber der konnte genauso durch Schwert oder Pfeil und Bogen sterben. Aber das war nicht der Sinn, sondern der Sinn war, zu sterben, auf den Pranger gestellt zu werden. Weil der Verurteilte läuft durch das ganze Jerusalem und ist ausgesetzt dem Spott oder Reaktionen der Menschen auf das, was er zu ertragen hat. Übrigens, Menschen wurden auf dem Kreuz, ich weiß nicht, ob ihr das gewusst habt, also dann nackt gekreuzigt. Das ist Scham. Ja? Ein Mensch, hochgehoben, mit enormen Schmerzen, ist nackt. Und das ist dieses Bild, also was das alles abrundet sozusagen. Der Mensch ist auf dem Pranger und es ist ein Folterwerkzeug. Es soll etwas geschehen, nicht so schnell, sodass der Mensch möglichst viel leidet. Meint ihr, dass die Christen oder Menschen, die das Kreuz an einer Kette, also dann um den Hals tragen, an so ein Kreuz denken? Auf diese Deutung, aufgrund dieser Deutung sich so ein Kreuz gekauft haben? Passt das? Oder nicht? Und manchmal, auch wir als Christen, ja, nach 2000 Jahren betrachten wir das Kreuz als Symbol für Wiedergutmachung, Vergebung, Gnade und Liebe. Und es ist richtig so. Aber in den Tagen von Jesus repräsentierte das Kreuz nichts anderes als qualvollen Tod. Weil die Römer ihre überführten Kriminellen auf diese Art und Weise sterben ließen. Daher bedeutet, nehme dein Kreuz auf und folge mir nach, dass man bereit ist zu sterben und alles andere, was mit dem Tragen des Kreuzes verbunden ist, um Jesus nachzufolgen. An dieser Stelle tut es weh, ja? Wie diese Spritze dann beim Zahnarzt. Dieses erste. Meine Zahnärztin ist so lieb und nimmt oder gibt dann wenigstens ein bisschen diesen Betäubungsmittel, ich weiß nicht, wie das Ding heißt, ja? So ein bisschen, ja, wo es da abkühlt und betäubt und erst dann. Ich möchte euch heute Morgen mit diesem Text nicht wehtun.
Aber Jesus sagte es. Das nennt man auch, sich selbst gegenüber zu sterben. Es ist ein Aufruf zur absoluten Unterwerfung. Und nachdem Jesus das Tragen des Kreuzes angeordnet hatte, sagte in Lukas 9, 24 und 25 folgendes. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlore sich selbst und nehme Schäden an sich selbst? Obwohl dieser Aufruf extrem hart ist, ist die Belohnung unvergleichlich. Jetzt ist es etwas Interessantes, also dann, was im Raum steht. Wenn du an deinen Träumen, deinen eigenen Vorstellungen vom Leben hängst, sagt Jesus, wirst du das Leben, was er dir gibt, verlieren. Dieses Beispiel mit dem Zahnarzt, also hilft mir unheimlich. Wenn du sagst, nein, keine Spritze. Was wird geschehen mit deinem Zahn, was nicht in Ordnung ist? Und wir müssen immer daran denken, Geschwister, dass der, dem wir dienen, absolute Liebe ist. Jesus wird nie etwas von dir verlangen, was schmerzhaft ist, was Verleugnung ist, was Verzicht ist, ohne dir noch etwas Besseres zu geben in deinem Leben. Er tut das nur, weil er uns unheimlich liebt und möchte nicht, dass wir verloren gehen, weil wir an falsche Sachen in unserem Leben uns festhalten. Jesus zog die Menge an, egal wohin er ging. Ihr wisst das, ja? Und alles war wunderbar. Als sie gegessen haben, als Jesus sie gefuttert hat und Nahrung also dann gebracht hat und Wunder vollbracht hat und schöne Reden gehalten hat, alles war wunderbar. Aber als Jesus gesagt hat, Leute, ihr könnt vergessen, ich werde nicht die Römer jetzt mit Schwert besiegen und euch das neue Reich also hier auf Erden etablieren, sondern ich werde selbst sterben in einigen Tagen. Und was war da mit Nachfolgerschaft, mit Menschen, also dann, die so begeistert, vor kurzem so begeistert von ihm waren? Wo waren die dann? Was ich damit sagen möchte, es ist leicht, Gott zu dienen, wenn alles gut läuft. Und einerseits muss ich euch sagen, bin ich dankbar für diese Krise, Geschwister. Warum? Es ist keine endgültige Krise. Wir sind alle am Leben. Ich habe noch nicht erfahren, dass jemand deswegen hungern muss. Wenigstens in unserem Kreis, den ich kenne. Vielleicht in der Welt schon. Aber es ist ein Gefühl. Hast du nicht darüber nachgedacht? War ich der Einzige, der gedacht hat, was geschieht jetzt, wenn ich jetzt 3 Monate mein Gehalt nicht bekomme? Und wenn ich nur 70% bekomme, was geschieht dann mit dir? Hast du dir Gedanken schon gemacht? Würde ich in Srpska leben, Srpska, das ist so ein Dorf, Loch, ja, am Ende der Welt, an der rumänischen Grenze. Bisschen weiter als Bulgarien, aber ähnlich. Ja. Dort würde ich mir keine Gedanken machen. Warum? Weil da hätte einen riesen Garten und meine Mutter lebte jahrelang nur aus diesem Garten sozusagen. Ja. Aber hier, was machst du, wenn du weißt ungefähr, wie viel Geld du auf deinem Konto hast oder auf dem Sparbuch. Und dann siehst du, ja, nächste Corona-Krise und so weiter, was geschieht dann? Und es ist gut, Geschwister. Warum? Weil dadurch konntest du prüfen und sehen in deinem Leben, worauf du gebaut hast. Hast du dann gesagt, oder bist du in die Panik geraten, oder hast gesagt, nee, auch wenn ich mein Leben verliere, ich habe in Jesus das ewige Leben. Ich weiß, ich habe auch diese
Gefühle in mir, ja, diese gemischten Gefühle, also die vorhanden sind. Jesus zu folgen ist einfach, wenn das Leben gut verläuft. Unsere wahre Hingabe zu ihm wird erst während der schwierigen Zeiten offenkundig. Aber Jesus versicherte, dass schwierige Zeiten auf seine Nachfolger kommen werden. Es geschieht, Geschwister, nichts, was wir nicht gewusst hätten, oder? Jesus sagt in Johannes 16,33, sehr tröstend. Das ist der erste Vers, der mir eingefallen ist, als diese ganze Krise angefangen hat. Johannes 16,33. Und ich bitte euch, wenn ihr Angst habt, und es ist normal, dass diese Angst ab und zu auf uns zukommt, ich bitte euch, schreibt diesen Vers oder diesen Vers groß, wenn es notwendig ist, mit roter Farbe auf der Wand in eurem Wohnzimmer. Johannes 16,33. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Das Neue Testament, im Alten Testament wäre das Shalom. Das ist nicht nur Frieden so, ja, ich bin jetzt gechillt. Das ist Frieden trotz allen Widerständen in unserem Leben. Das ist dieses Erfülltsein. Ihr wisst also, als ihr Christen geworden seid, bei mir ist das am deutlichsten gewesen nach der Taufe, aber auch jetzt in unserem Leben, ja, wenn du sagst, ich ruhe in Christus, es kann alles Mögliche passieren, aber diesen inneren Frieden hast du in dir. So verstehe ich Shalom. Und Shalom kommt nicht jetzt, weil du dann tolle Techniken also benutzt, um dich selbst also dann positiv zu programmieren. Nein, die kommt aus einer Gewissheit. Aus der Gewissheit, dass wir dem Gott vertrauen und dass wir auf den Gott bauen, der Schöpfer ist, der das Leben schaffen kann. Und ihr merkt, jetzt mit diesen Erkenntnissen, mit diesen Sätzen, kommt langsam der Frieden. Ja, die Spritze wirkt. Hat es am Anfang wehgetan, aber jetzt wirkt sie. Und du sagst, so schlimm ist es nicht. Wir werden es überleben. Lass uns noch einen Text, also zwei lesen, und dann kommen wir schon zum Ende also dieser Predigt. In Lukas Kapitel 9, Verse 57 bis 62, Lukas 9, 57 bis 62, lesen wir folgende Worte. Lukas 9, 57 bis 62. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er sprach aber zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaub mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Hier wollen offenbar drei Leute Jesus folgen, aber als Jesus sie gefragt hat nach der Hingabe, vielleicht habe ich dann was Falsches also zitiert, oder? Bei euch stimmt, dann ist es gut. 57 bis 62. Okay. Also, hier sehen wir, dass Menschen Jesus nachfolgen wollen. Die sind von Jesus angesprochen worden, aber wenn es darum geht, um die Hingabe, völlige Hingabe, dann machen sie einen Rückzieher. Niemand wollte sein Kreuz aufnehmen, um seine eigenen Interessen daran zu kreuzigen.
Geschwister, an diesem Satz wird es entweder gelingen, unsere Lösung, oder scheitern. Meine Eltern waren auch Adventisten, meine Großeltern waren Adventisten, höchstwahrscheinlich auch eure oder von einigen von euch. Haben Sie je die Verfolgung, die Endzeit erlebt, diese Krise, von der wir reden, die Endzeitkrise? Meine nicht. Aber ich kenne oder habe sehr viel gehört von den Menschen, die aus Russland gekommen sind oder ehemaligen sowjetischen Staaten. Wie viele Menschen haben dort mit ihrem Leben den Glauben bezahlt? Oder waren im Gefängnis oder wie? Die haben das erlebt. Ob Gott das von mir so verlangen wird oder von dir, das weiß ich nicht. Aber es könnte sein. Daher erscheint es so, als ob Jesus es ihnen ausreden möchte. Jesus sagt, überlegt euch gut. Welchen Unterschied zur typischen Präsentation des Evangeliums, wo wir natürlich dann immer die positiven Sachen uns anschauen. Wie viele Leute würden auf einen Aufruf reagieren, der wie folgt klingt. Komm und folge Jesus und dabei könntest du deine Freunde, Familie, Anerkennung, Karriere und eventuell sogar dein Leben verlieren. Wer ist so verrückt, sowas zu machen? Wenn dir jemand jetzt sagen würde, ja, folge Jesus, aber vergiss deinen Beruf, vergiss dein Erbe, vergiss dein Vater, vergiss dein Ehemann, vergiss dein Kind, vergiss dein Leben. Kein normaler Mensch, unter Anführungsstrichen normaler, würde das tun. Und ihr versteht, Geschwister, wie das Evangelium funktioniert. Wir können nicht bereit sein, unser Leben für Christus zu geben, ohne dass wir dahinter etwas wissen. Was müssen wir wissen, dass wir bereit sind, unter Umständen auch unser Leben für Christus zu geben? Welcher normaler Mensch würde aus freien Stücken, und jetzt kommen wir zurück zum Bild am Anfang, dass du dann einen Riesenbalken, dass du vorher gefoltert wurdest, diesen Balken, Leute verspotten dich, reagieren unterschiedlich also dann darauf. Eine junge Frau, mit der ich jetzt Unterricht, also Bibelunterricht habe, sie ist um die 40 Jahre alt, war in der Esoterik-Szene dann, aber jetzt ist sie wirklich, sucht nach Gott und was meint ihr, wie reagieren ihre Freunde darauf? Ihre Eltern, ihr Ehemann? Ja, ja, du hast das auch erfahren, deswegen also sehe ich das an deiner Reaktion, ja. Du sagst, du glaubst an Christus, das ist das Wichtigste für dich und die belächeln dich und sagen, und vorher warst du mit denen, hast du das Gefühl, das waren die besten Freunde, ja? Und plötzlich wollen sie mit dir nichts mehr zu tun haben. Warum? Aber Jesus ist das Gleiche passiert. Aber du gibst schon die Antwort. Jesus verlangt nichts mehr von uns, als nur einfach seinem Beispiel zu folgen. Wenn du dich nun fragst, ob du bereit bist, das Kreuz aufzunehmen, dann denke über diese Fragen nach. Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du deine engsten Freunde verlierst? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du dich von deiner Familie entfremdest? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du deinen guten Ruf verlierst? Was immer der gute Ruf war. Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du deine Arbeit verlierst? Ja, aber wovon sollst du dann leben? Bist du bereit, Jesus zu folgen, wenn das bedeutet, dass du dein Leben verlierst? Ich kürze die Predigt an dieser Stelle und lese euch nur einen Text, der mir hilft. Weil ohne diesen Text könnte ich diesen Preis nicht bezahlen. Und die Frage ist tatsächlich, ob ich den bezahlen werde, wenn es soweit ist. Erst dann wird das deutlich. Aber der Text, der mich trägt, den finde ich
in 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Da schreibt Apostel Johannes Folgendes. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ich kann nur an dieser Stelle über meine persönliche Erfahrung reden. Geschwister, ohne diese Gewissheit, dass ich in Jesus das ewige Leben habe. Und Geschwister, es reicht mir nicht die Hoffnung. Hoffnung reicht mir nicht. Weil ich habe auf so viele Sachen in meinem Leben gehofft, die nicht eingetreten sind. Aber hier steht Johannes, also schreibt Johannes, damit ihr wisst. Warum? Weil das der ist, der das Leben geben kann. Und wenn ich diese Sicherheit habe, wenn ich überzeugt bin, dass Jesus Christus, dass Gott der ist, der mir das Leben in Christus schon gegeben hat, dann gebe ich dieses alte Leben bereitwillig, weil ich weiß, dass alles andere viel besser ist. Ich ertrage die Spritze aus einem einfachen Grund, weil ich hoffe, dass ich danach bessere Zähne haben werde. Ihr merkt, das ist ein einfaches Beispiel, aber mir hilft unheimlich, um das nachzuvollziehen. Aus diesem Grund, kommt zum Kreuz täglich. Vergewissert euch. Lest also bitte diesen Text aus Johannes Kapitel 16, 33, wo Jesus sagt, ihr werdet Probleme haben in der Welt, aber ich habe die Welt überwunden. Und indem wir uns immer wieder vergewissern, was Gott für uns getan hat, was unser Status vor Gott ist, bekommen wir die Sicherheit und sagen dann, nichts auf dieser Welt ist so wert, dass ich es nicht verlieren kann um das, was ich in Jesus habe. Mein Wunsch wäre, dass Gott euch diese Kraft, diese Sicherheit ins Herz legt und dass ihr euch, Ellen White sagt das wunderschön, also dann eine Stunde am Tag über das Kreuz nachdenken. Ich habe das früher nicht verstanden. Was soll ich einen ganzen Tag nachdenken, was Jesus, jeden Tag. Aber genau da, weil da kommt die Kraft. Das ist die Quelle der Kraft, so dass wir dann bereit sind, für die Sache Gottes alles aufzugeben. Möge Gott euch diese Sicherheit schenken und euch reichlich segnen. Amen. Amen. Unser himmlischer Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken für diesen Sabbattag, diese Zeit, besondere Zeit, wo wir uns erinnern daran, dass du unser Schöpfer und Erlöser bist. Dass wir unsere Hoffnung auf dich gelegt haben und aus diesem Grund ist diese Zeit, die so turbulent ist und noch turbulenter sein wird, für uns keine Überraschung, sondern noch eine Möglichkeit zu überprüfen, worauf wir unser Leben aufgebaut haben. Und ja, Christus, wir haben auf dir, auf dem Felsen, unser Leben aufgebaut. Weil wir wissen, dass wir in dir das ewige Leben haben, wollen wir bereit sein, Herr, unser Leben, wenn es notwendig ist, für dich zu geben. Und ich weiß, Herr, da ist etwas in uns, was sich dagegen sträubt. Aber hilf uns, dass wir jeden Tag zu dir kommen, zu deinem Kreuz und uns daran erinnern, was wir alles in dir haben. Und dann wird es nicht so schwer sein, dieses Leben einfach abzugeben, beziehungsweise sich zu verleugnen. Ich bitte dich, dass du jeden von uns in diesem Kampf in uns segnest, dass du uns hilfst, dass wir auf dich schauen. Und ich danke dir, Herr, dass du meine Geschwister, auch die heute Morgen hier sind, auch die, die zu Hause sind, begleiten wirst, dass du ihnen beistehen wirst, dass du ihnen auch helfen wirst. Ich danke dir für deine Liebe. Und ich kann sagen, Herr, ich freue mich schon jetzt auf die Zeit, wenn du kommen wirst
wenn all diese Sachen auf dieser Erde eine weit entfernte Erinnerung sein werden. Danke, himmlischer Vater, für diese wunderbare Sicherheit in dir. Im Namen Jesu. Amen. Empfang den Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.